Ich glaube wirklich, das ist das allererste Mal, dass ich in die Just Chatting-Kategorie gegangen bin. Damals irgendwann im Stream habe ich auch zweimal oder einmal auf zwei Videos reagiert, das war es aber auch, weil das sich so viele gewünscht haben. Und ey, wer es nicht ausprobiert, der weiß auch nie, wie es ankommt. Was lachst du mich aus, Joker? Weil das schon häufiger angeschnitten wurde und immer wieder Thema im Chat ist, Ashes of Creation. Ganz, 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 ganz kurz. Was ist das? Es ist ein MMO, Massive Multiplayer Online, aber es ist ein MMORPG. Es ist auch ein Roleplay-Game. Ashes of Creation wird, und ich hasse es, Sachen im Voraus zu hypen oder sonst was, aber ganz ehrlich, ich habe seit 2017 habe ich das Ganze im Auge. Seit 5 Jahren. Seit 5 Jahren verfolge ich die Entwicklung. Es ist absolut insane. Und die haben dieses Jahr, posten jeden Monat, posten die eigentlich ein Update. Nicht eigentlich, sondern sie posten jeden Monat ein Update. Ein Entwickler-Update. Das heißt, die lassen uns hinter die Kulissen gucken. Und wir ziehen uns jetzt einfach mal rein, was, also zweiminütige Dinge, damit man so einen groben Überblick hat, was da für ein Feeling auf uns drauf zukommt in diesem Game. Weil ich kann euch versichern, sobald die Alpha von dem Spiel startet. Ja, das Spiel ist noch nicht mal in der Alpha. Es gab mal eine Test-Alpha One, eine technische Test-Alpha. Aber das Spiel ist nicht mehr in der Alpha. Und sobald es die Alpha gibt, die man streamen darf, werde ich richtig an der Nadel hängen. Weil ihr wisst ja, ich liebe es, ohne Ende Sachen zu testen. Und dafür ist es das Richtige. Wir gehen jetzt rein hier. Evo halt Schnauze. Also, die sind umgestiegen auf Unreal Engine 5. Wir müssen gucken, wie Lautstärke und so ist. Ich muss auch Sound anmachen. Perfekt. Ihr dürft mir sagen, ob die Lautstärke in Ordnung ist. Aber ich glaube schon, dass es passt. Ich habe den Audiomix im Auge. Das hier war quasi das Infovideo, dass die auf Unreal Engine 5 umgestiegen sind. Und Jesus. Also da. Ich meine, Grafik natürlich, es ist eigentlich Nebensache. Passt der Sound? Okay, alright, alright. Guck mal, Grafik ist, ich finde Grafik ist Nebensache, ne? Aber es geht bei dem Switch auf Unreal Engine 5. Geht's nicht um Grafik. Sondern es ist halt noch ein bisschen leiser. Weil hier quatscht der Steven gar nicht. Es ist halt wirklich insane, ehrlich. Es ist ehrlich insane. Mit Unreal Engine 5 hast du so viele Möglichkeiten. Und als MMO auf Unreal Engine 5 ist es einfach nur, du weißt, es wird sehr langlebig. Ich meine, überleg mal, wie lange Unreal Engine 4 jetzt am Start ist. Viel zu lange. Viel zu lange. Man sieht, wenn man ganz genau hinguckt hier, sieht man halt, dass das noch nicht in der Alpha ist, ja, das Game. Hier zum Beispiel diese Landmasse, die schwebt. Es ist aber egal. Das Spiel ist noch lange nicht release-fertig und es hat auch kein Release-Datum. Aber trotzdem bin ich geil auf die Alpha. Also, ne, man kann jetzt so sagen, ey, die Entwickler lassen uns einfach in die Entwicklung vom Spiel reingucken. Da darf man auch mal sagen, ey, das da sieht hässlich aus. Dann sieht das halt hässlich aus. Das Spiel ist nicht fertig. Der Endverbraucher kann es noch nicht zocken. Lass es hässlich aussehen. Ey, das, was wir hier sehen, ist so wahnsinnig, dass die Entwickler das zulassen. Es ist so mutig. Komme ich da auch mega drauf. Arsch schon gesuchtet. Boah. Guck, ehrlich, das wird insane. Sag ich dir. Ich bin ein ungeduldiger Mensch hoch 1000, ne? Und trotzdem warte ich schon seit 5 Jahren und ich sage immer noch, ich möchte das Spiel dieses Jahr nicht als fertig dastehen haben. Der Steven soll entwickeln, bis er umfällt. Klar, die Leute warten nicht ewig. Aber der Typ, der hier hinter steckt, der weiß schon, was er macht. Es sieht wahnsinnig gut aus, ne? Es ist halt so viel los eigentlich in dem Trailer. Aber ich will jetzt extra nicht komplett auf die Umgebung eingehen, sonst sind wir hier Stunden unterwegs. Nur im ersten Trailer.
Weil das war nur der Hinweis, dass die auf Unreal Engine 5 umgestiegen sind. Das war am 27.12. Richtige MMO-Fans warten, aber gerne lange. Das ist true. Und guck mal, das Spiel wurde offiziell angefangen zu entwickeln, ich glaube ganz am Ende 2016. Das heißt, es ist, ja, eigentlich, glaube ich, in einem ziemlichen Medium, ziemlichen Mittelmaß, was die Entwicklungszeit angeht, bis heute. Ziemlicher Durchschnitt, was die Jahre der Entwicklungsdauer von einem MMO angeht. Man muss ja bedenken, MMO ist halt ein gigantisches Game, ne? Aber guck mal hier, ne? 27.12.2021. Die laden halt ihre Livestreams hoch, die sie jeden Monat machen. Aber ne, das ist zu Unreal Engine 5. Und das hier fand ich schon mal geil. Das hat, ich weiß nicht, ob es kein Spiel hat bisher, aber es hat auf jeden Fall kein einziges MMO. Das ist schon einzigartig. Ein voll funktionsfähiges Wetter-Jahreszeitensystem. Mit voll funktionsfähig meine ich zum Beispiel, du hast dein Haus im Nordosten der Map. In der zweiten Woche des Monats ist im Nordosten der Map Winter. Und du kannst die Pflanze, die du für Heiltränke brauchst, im Nordosten der Map an deinem Haus aktuell nicht anbauen. Was bedeutet, du müsstest zum Beispiel in den Westen gehen, weil dort gerade Sommer ist. Und in dem Sommergebiet kannst du dann vom fremden Markt die Blumen kaufen, die du brauchst für deine Heiltränke. Als Beispiel. Ich finde das so geil, ne? Und nein, ich werde nicht dafür bezahlt hier. Aber wie gesagt, das war schon so oft Thema im Stream, das Game. Und so ein bisschen was muss man auch mal dazu zeigen. Und es verändert sich nicht nur die Textur vom Gras oder vom Baum. Zu diesen kleinen Trailern hier, ja, gibt es immer zweistündige Entwickler-Livestreams, wo eine halbe Stunde pre-recorded drüber gesprochen wird und anderthalb Stunden lang über alles, was die Zuschauer gerade fragen und was im Forum gefragt wurde. Also die hauen jetzt nicht nur jeden Monat irgendeinen Trailer raus oder so, sondern die quatschen da sehr viel drüber. Die geben super viele Informationen. Welches Game ist das? Das ist Ashes of Creation. Ja, wie gesagt, es ändert sich nicht nur Gras oder Bäume, sondern was hier zum Beispiel eine Hintergrundinfo zu ist, nur so als Kleinigkeit in den Raum geschmissen. Es kann sein, dass im Winter ein Bereich mal komplett zugefroren ist, dafür ein anderer Bereich offen ist und dort plötzlich ein Weltboss steht. Dann kann es sein, dass im Sommer das Ganze umgekehrt ist, wegen einem Steinbruch, der runterkam, blockiert einen Weltboss und im Sommer kannst du plötzlich in die Felsspalte reingehen, die zugefroren war. Und da ist noch ein Weltboss. Ich finde das so geil, dass sich selbst die Tiere ändern, je nach Jahreszeit, ne? Das ist so... Könnt ihr mich überhaupt hören? Der Trailer ist viel lauter. Steven, was hast du hier gemacht? Wann soll das kommen? Das hat noch kein Release-Datum. Da hat man es gerade sehr geil gesehen. Also, hier im Sommer, oder nee, im Herbst, das ist Herbst. Im Herbst hast du hier diesen Feuerdrachen als Beispiel. Und während die Jahreszeit sich ändert, ändert sich der hier auch langsam in Richtung. Weil Schnee liegt. Es wird ein Eisdrache. Frostdrache. Oder hier, dieses Tierchen. So insane. Das ist so krank, ey. Ohne Ladebildschirm, by the way. Was für ein Ladebildschirm? Unreal Engine 5 macht's möglich. Dazu ganz kurz, ne? Wenn ihr jetzt sagt, so, boah, geil, diese Hirschbock-Fantasy-Feature gefallen mir. Könnt einfach hingehen. Kein Scherz, ihr könnt einfach hingehen. Könnt die zähmen. Und ihr könnt die breeden als Reittiere. Ja. Kannst, es gibt Animal Husbandry. Das ist quasi, das heißt, du bist sehr... ...191 gifted a tier 1 sub 2 dots unterstrich Reitzone. They have given 6 gift subs in the channel. Joker, holy shit, was ist heute los mit dir? Du hast wirklich gute Laune, ne? Du hast wirklich gute Laune, ich danke dir. Hey, du bist heute nur die Subs am rausknallen, ehrlich. Das ist gefährlich. Hast du einen Waffenschein dafür? Ich danke dir.
Oh mein Gott. Ja, ihr könnt halt, ihr könnt einfach hingehen und die Tiere zähmen. Und dann damit breeden. Okay, ganz kurz. Das hier habe ich mir selbst noch nicht angeschaut. Das kam letzten Monat, wo bei mir im Real Life diese ganze Scheiße passiert ist. Ne? Ich habe ja ein kurzes Video drüber gemacht als Info, weil sich viele Leute Sorgen gemacht haben. Und das wollte ich letzten Monat, als das gestreamt wurde, wollte ich im Stream auf deren Livestream reagieren, weil das halt schon häufig Thema im Stream war. Aber ich habe es mir bis heute aufgeschoben, mir dieses Video endlich anzuschauen. Das haben die letzten Monate rausgebracht. Was ist das, Alter? Alright. Das ist nämlich das Wüstenbiom. Und wir haben eigentlich schon sehr viel gesehen über die letzten Jahre. Natürlich, es wird auch viel neu entwickelt und Assets werden verschoben und neu designt und sowas. Aber... Hello there. Hello there, was geht, Fluchi? Aber... Wüste habe ich bisher, glaube ich, noch nirgends gesehen. Nicht mal in irgendeinem Alpha-1-Gameplay in dieser technischen Testdemo. Also, ich bin gespannt. Ich habe versucht, mich möglichst zurückzuhalten. Und das war schwierig. Aber gut, dadurch, dass ich aktuell recht wenig irgendwie zu Hause bin und Zeit am PC verbringen kann, geht es dann doch. Wüste. Mal gucken. Okay, ich muss die Lautstärke wieder fixen. Jetzt chill doch mal. Dotz, warum bist du dead? Danke für das Geschenk, aber ey, nice Hotsmile, dass du dich bedankst. Wait, war da eine Schnecke? Ihr seht es nicht wegen meiner dicken Kamera. Da ist einfach eine Schnecke. Und es sieht so aus, als hätte die einen Sattel drauf. Gibt's einfach eine Schnecke als Mount oder was? Rhino? Dual Rhino? Da ist wirklich ein Sattel drauf. Boah, ich finde auch das Feeling, was sie hier rüberbringen, immer ganz geil, ne? Ich freue mich so krank auf dieses Spiel. Oh, wie hübsch. Ich bin gleich da, Jungs. Nur noch 1 Kilometer. Wartet mal 4 Stunden auf mich. Oh mein Gott. Ist das schon so ein kleiner Spoiler? Von wegen, was man breeden kann? 12,5 Stunden auf Arbeit, ayo, bin mir jetzt tot, gestern auch 11 Stunden. Dots. Du sollst beim Zocken farmen und nicht die Überstunden. Ich hoffe, du hast jetzt Wochenende, Meister. Ey, also. Ist das Tier, ob das Tier natürlich so ist oder ob das gebreedet ist? Ob es ein Mischling ist? Aber auch insane, ne? Was die hier für die Umgebung, für Details reinklatschen. Geil. 25 Schneckenbonbons zum Entwickeln der Big Boy Schnecke. Ash is off Pokémon Trainer. Ash of Creation. Ash Ketchum. Oh, wie hübsch. Auch wieder rechts. Diese Ruine. Ja, genau die. Danke, Steven. Guter Kameraschwenk. Oh, das klingt ja mal richtig eklig. Ja, wisst ihr, was mich das erinnert? Oh mein Gott. Ark Survival Evolved. Ich habe ja Ark extrem gerne gesuchtet, ne? Und ihr wisst ja, dass ich da nicht crazy unterwegs war. Mit Breeding und sowas. Aber das ist ja nämlich 1:1 da dran. Ja. Yep. Obelisken in Ark. Ja, Red Obi, genau. Musste an mein Brachland denken, der Fluss nach Orgrimmar bei der Wüste mit Fluss. Oh, sorry, ich war Allianz, aber ich weiß, was du meinst.
Ich war häufig genug da, heimlich mit Zeppelin rübergeflogen. Dann bei Orgrimmar mal rausgejumpt. Arschloch-Evo. Er sieht echt aus wie roter Obelisk. Einfach mal Bossfights summonen aus Ark. LOL! Die Dinger, die hier, gab's mal als Pack im Ashes Shop. Also Ashes bringt halt auch Cosmetics raus. Und ja, es wird nicht Pay to Win, es wird ein Cosmetic-Only-Shop geben. Und diese Viecher waren schon mal zu sehen in einem Konzept. Geil zu sehen, dass die Konzepte wirklich umgesetzt werden. War auch Horde. Aha, aha, aha. Ist das ein Nest oder was? Da kamen so viele Skorpione raus. Wer ist das? Muss ich die kennen? Hä? Kommt der Sand her? No way! Was? Guck mal hier, der Balken. Am häufigsten mehrfach wiederholt. Alle waren geschockt. Ist das ein Corrupted Viech? Es ist ein Corrupted Skorpion. Viecher können... Was für Alarm! Viecher können, by the way, in diesem Game auch corrupten. Je nachdem... Boah, lass mich nicht lügen. Ich glaube, es kommt darauf an, welche Nodes ausgebaut sind und welche Spieler sich dort aufhalten, weil das PvP-System in dem Game auch etwas komplizierter ist. Irgendwie so in die Richtung war das. Ich müsste mich im Wiki nochmal schlau lesen. Ich meine, wie gesagt, ich verfolge das Game seit 5 Jahren, aber das heißt auch, ich ziehe mir quasi einmal im Monat so eine kleine Informationsline und das war's dann. Und ich will mich halt nicht zu krank reinsetzen, aber... Ich meine, da war was mit von wegen Viecher können corrupten. Es kann auch sein, dass es einfach nur ein Boss-Design ist, aber nices Ding. Bis hierhin sieht er noch fast normal aus, nur dass der Stachel halt weird ist, weil du halt 2 anstatt einen fetten. Und dann... Das ist schon... Okay, ja, das ist geil. Ja, Ashes of Creation, wie gesagt. Jagst erstmal 10.000 Pfeile durch den Schwanz und triffst nicht. Aber das klingt so richtig nach meinen New World Boys von damals. Ja, Spaß. Waren alle vernünftig. Ey, lass mich doch... Wie kann man denn einen Frame zurückgehen hier? Ich bin einfach... Ich bin ein Noob in sowas. Okay, per se. einfach Stop-Spam. Das ist wild. Ich freue mich unnormal auf Ages of Creation, ne? Alter 4? Ach so ist das. Ja, pass auf, dann machen wir das doch. Hat nicht funktioniert. Ich schwöre Dots. Du Arschloch. Warum machst du das? Ey, was soll das? Immer nur mich am Verarschen, du Bimst. Ashes of Creation Environment. Ja. Wie gesagt, ich freue mich sehr auf Ashes. Ich wurde halt eben an Ashes erinnert. Deswegen kam ich auf die Idee, das im Stream zu schauen. Weil es gab eben die Ankündigung hier von Ashes of Creation, dass der Livestream diesen Monat am 26. August ist. 11 a.m. Pacific. Ich glaube, die sind immer um 20 Uhr bei uns. Lass mal gucken. 20 Uhr. Ich kann euch halt nicht sagen, ob ich da selber live sein werde. Kann es euch nicht sagen, weil ihr wisst, von meinen Daily Streams 12 bis 18 Stunden am Tag bin ich halt jetzt aktuell in Kacksituation. Ich kann alle paar Tage mal streamen. Ich werde es gerne versuchen, ansonsten schauen wir uns das trotzdem im Nachhinein im Stream zusammen an. Aber wer sich das sofort angucken möchte, wie gesagt, ich werde dafür nicht bezahlt. Ich will einfach nur mit euch zusammen das erleben.